Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sind genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben zu spielen und es ist nachsynchronisiert. Weil der Scheiß passt immer noch nicht. Ich werde mein anderes Programm von meinem Laptop jetzt rüberholen und wir zaubern jetzt erstmal dieses hässliche Kackding da an. Und ja, ich glaube, es ist einfach viel zu früh gewesen für meinen Rechner. Da hat so viel geleckt, aber Fraps nimmt trotzdem irgendwie anders auf und dies, das ist einfach dann total komisch und die Aufnahme wird asynchron und nichts passt mehr. Deswegen synchronisiere ich es nach. Es kotzt mich total an. Ich kann nicht spielen, weil es so leckt. Und asynchron wird es auch, weil es so leckt und alles ist zum Kotzen. So. Jetzt habe ich richtig schlechte Laune. Jetzt habe ich die schlechte Laune abgelassen. Es ist der 23. Morgen ist Weihnachten und ich habe noch nicht. Morgen ist Heiligabend ich habe noch gar keine Geschenke besorgt. Das ist purer Stress für mein armes, kleines, schwaches Gemüt. Schuld? Ja, genau, selber schuld. Gar nicht wahr. Ich war sehr müde und krank. Ich musste schlafen. Halt die Klappe. Ja, halt die Klappe. Sag's entweder laut oder gar nicht. So, wir zaubern diesen hässlichen Scheißstein an. Ich muss das jetzt alles rauslassen, mein ganzer Frust, tut mir leid. Behinderter Kackstein, stirb! Avada Kedavra! Fall da drauf, ordne dich ein. Und da hat er sich schön eingeordnet, ist er hart. So, und das dauert jetzt ewig und 3 Tage. Das fand ich jetzt ein bisschen scheiße, als ich es vorhin gespielt habe. Aber ich bin nicht runtergefallen, so viel kann ich schon mal sagen. Darum bin ich auch eigentlich voll stolz auf mich. Aber zieht euch mal rein, wie langsam dieses Kackding fährt. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn es leckt. Viel zu krass. Und ich muss mich mal ganz deutlich gegen Fraps aussprechen. Ich hasse Fraps. Ich hasse es wirklich. Ich habe ein neues Programm, das nimmt alles zusammen auf. Ton, Video, Scheiße. Das nimmt einfach alles auf. Und ich glaube, das werde ich hier mal draufziehen. Und das Beste ist, kein Spiel leckt dabei. Das heißt Assassin's Creed in Synchron. Das heißt Harry Potter in Synchron. Und mein bald neues Projekt Pokémon in Synchron. Pokémon! Und Mickey Mouse 11 lacht sich hier schon wieder total tot. Verstehe auch nicht warum. Pokémon! Halt die Klappe! Halt die Klappe! So, ja, wir haben es geschafft. Wir kriegen 10 Hauspunkte. Ich kann mal wieder nicht lesen, was da steht. Schnellfick verpisst sich und lässt uns hier in Ruhe. Ja, toll gemacht. Wir zaubern wieder, aber da muss es rein. Und zack, es war der Remix des Jahrhunderts, was er da live abgegeben hat, weil die Sounddatei irgendwie nicht so wollte. Ja, sie hat schon wieder voll Spaß hier. So, und jetzt fällt das Ding runter. Es kommt eine Cutscene und wir sind direkt raus und kein Arsch hat hier verstanden, warum. Ist auch egal, weil da drin gibt's Bohnen. Bohnen fressen. Ganz relativ langweilig hier. Quack. Quack. Mach jetzt den Frosch, der die ganze Zeit. Achso, ja, sie macht den Frosch. Quack. Ich mach die Truhe. So, wir haben ganz viel Bohnen. Da ist Hedwig. Quack. Hedwig hat da was hingeworfen. Hedwig konnte sich wieder nicht zusammenreißen und hatte anale Inkontinenz. Quack. Jetzt klettern wir hier drauf. Wollen das Spiel tot zaubern. Guck, aber da geht aber. Geht aber irgendwie nicht, weil wir stehen schlecht dafür. Also probieren wir es gleich nochmal. 2 Schritte zurück. Avada Kedavra, Spiel kaputt. Und Truhe. Avada Kedavra Quadrat. Bohnen. Hey. Bohnen. Und eine Karte, die sich ganz elegant elegant durch diese Truhe durchzeigt. Elegant. Ja, elegant. Und jetzt sind wir auch schon so ziemlich am Ende. Schnappen uns jetzt noch dieses hässliche Ding. Da steht drauf, dass Hermine uns erwartet vom Kräuterkundeunterricht. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal mit Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. See ya!